sehr glücklich, einmal in Sydney zu sein, da weiter zu fahren und habe es auch auf mich genommen, dass ich dafür das trockenste Thema von dem ganzen Nachmittag aufgepasst habe. Also ich kann ja versprechen, es wird nachher unter und lebhafter, aber bin heute eingesprungen in so das Verkehrsministerium in gewisser Weise. Meine erste Folie heißt das vierte Eisenbahnpaket. Das impliziert, es gab schon drei davor, also es hat schon auf EU-Ebene drei Eisenbahnpakete gegeben, wo man die Liberalisierung des Eisenbahnwesens vorangetrieben hat. Ist allerdings keine Erfolgsgeschichte. Wenn man sich den Modellsplit der letzten Jahre ansieht, dann kann man erkennen, wenn man es erkennen kann, dass beim Personenverkehr der Bahnanteil in der EU etwa gleich geblieben ist. Im Güterverkehr sind da permanent. Österreich ist da ein bisschen ein Ausreißer, ein positiver mit relativ hohem Modusbild, aber generell geht der Trend nach unten. Soll ja auch nicht. Und die EU-Kommission sieht also, die bisherige Liberalisierung hat nicht viel gebracht, auf jeden Fall nicht viele positive Entwicklungen, und hat daraus den Schluss gezogen, weiter zu liberalisieren. Das ist dieses vierte Eisenbahnpaket, das ist wirklich ein Paket, das hat über 1300 Seiten, besteht aus 6 Legislativvorschlägen. Und das Kernproblem oder auch der Kernfehler unserer Meinung nach ist, dass man den Wettbewerb auf der Schiene verschärft, statt einen fairen Wettbewerb zwischen Schiene und Straße herzustellen. Und daran kranken alle Eisenbahnpakete von 1 bis 4. Die Europäische Kommission hat also zu diesem vierten Eisenbahnpaket einen Entwurf letzten Jahr im Jänner ausgesandt. Alles, was die Kommission dann vorgeschlagen hat, ist bei mir in Grün, was dann das EU-Parlament namentlich der Verkehrsausschuss daraus gemacht hat, ist dann blau. Und man sieht generell, die EU-Kommission wollte wirklich ihre Liberalisierung fortführen. Das EU-Parlament hat das Ganze versucht zu entschärfen, zu verbessern, aber die Tendenz hat sich nicht in Frage gestellt. Der erste große Stolperstein war schon einmal die PSO-Verordnung. PSO steht für Public Service Obligation. Damit wird die Finanzierung und die Organisation von öffentlichem Nahverkehr geregelt. Diese Verordnung ist relativ jung, die ist erst 2009 in Kraft getreten, nach langen Verhandlungen. Und obwohl noch nicht einmal die Evaluierung davon passiert ist, hat die Kommission schon wieder begonnen, diese junge, neue Verordnung zu novellieren. Was dahinter steckt, ist klar, in der jetzigen PSO-Verordnung haben die Leute Freiheit, den Eisenbahnverkehr auszuschreiben oder direkt zu vergeben. Also zu sagen, liebe ÖBB, liebe Salzburger Landesbahn, du fährst uns mit dem Fahrplan bitte dort und auf dieser Strecke und sagst uns, was das kostet, um das kostendeckend zu bewerkstelligen, und dann kann man es direkt vergeben. Und das war der Kommission von Haus aus, dieser Kompromiss, diese Wahlfreiheit in Dornimark, und dann haben sie die erste Gelegenheit genutzt, um diesen Kompromiss zu entfernen, und wollte eigentlich, dass die Ausschreibung auch von Eisenbahnverkehren, so wie es bei Bussen schon gang und gäbe ist, zur Regel wird. Mit ganz geringen minimalen Grenzen bis zu 1500 Zugkilometer und 150.000 Zugkilometer hätte man direkt vergeben können. Blau, das EU-Parlament hat das Ganze entschärft, hat die Minimisgrenze auf 500.000 Kilometer angehoben, hat gesagt, man kann weiterhin direkt vergeben, wenn es signifikante technische Abweichungen gibt, zum Beispiel im Schmalspurbahn. Und unter gewissen Bedingungen sind auch sonst Direktvergaben möglich. Das ist dann allerdings so kompliziert, dass man nicht weiß, ob das überhaupt erfüllt wird oder ob das dann doch so das Recht ist. Hier mein Beispiel einer Regionalbahn, die Attergaubahn. Sie verbindet die Westbahnstrecke mit dem Attersee, eine tatsächliche Privatbahn, gehört Stern und Havel. Und selbst diese kleine Bahn, die dann nur wenige Kilometer zum Attersee pendelt, hat eine Kilometerleistung von 160.000 Zugkilometer, wäre also nach dem Vorschlag der Kommission auszuschreiben gewesen. Jetzt ist es sozusagen doppelt gesichert, dass man direkt vergeben kann, wenn man will. Erstens ist die Grenze höher jetzt und zweitens ist es eine Schmalspurbahn. Was man generell sieht bei Ausschreibungen,
Deutschland ist ja hier Vorreiter, wie man schon seit gut einem Dutzend Jahren ausgeschrieben ist, dass man staatliche oder Monopole in öffentlicher Hand tauscht gegen Oligopole, die privatwirtschaftlich agieren. Das heißt, man hat nur trotz allem wenig Anbieter und man sieht, dass im Laufe der Jahre, das ist die obere Grafik, es einen kontinuierlichen Trend gibt, dass die Bieter zurückgehen. Das heißt, bei Ausschreibungen gehen den Behörden schon langsam die Bieter aus. Und das zeigt auch eine klassische Oligopolbildung. Ein weiterer Punkt, der in der SAP-Suchverordnung neu geregelt werden sollte oder wurde, ist die Zerstückelung der Zwangszerstückelung. Eigentlich wollte die Kommission begründen, dass öffentliche Dienstleistungsaufträge nicht mehr als 10 Millionen Kilometer sein dürfen. Sie haben damit argumentiert, man will kleinen Unternehmen damit helfen. Ich habe hier unten nur einmal ausgerechnet, am Stammnetz der Wiener Schnellbahn, wo die Züge in der Regel in 3 Minuten Takt fahren und auch erstaunlich pünktlich fahren, kommen insgesamt 7 Streckenlose zusammen, wo alleine das Verkehrsministerium über 20 Millionen Kilometer finanziert. Das heißt auch, mit so einem Nadelöhr verschiedene Anbieter von verschiedenen Firmen agieren könnten, so reibungslos wie es da bisher ist, ist das schwer anzunehmen oder ist schwer vorstellbar. Das Europäische Parlament hat es abgeändert und je nach Größe des Landes oder nach der Anzahl der Zugkilometer verschiedene Klassen eingeführt und für Österreich würde gelten, man bräuchte 2 Lose und eines darf höchstens 3/4 des gesamten Volumens haben. Wie schon gesagt, dichte zugvollen Taktverkehre wären mit dieser Zerstückelung nur schwer möglich, ebenfalls in der Anschlusssicherheit, und das ist ja genau das, was Regionalbahnen benötigen. Hier blau wieder 3 Änderungsanträge des Europäischen Parlaments, die Ballungsräume betreffen. Ich möchte auf den mittleren eingehen, die Definition der örtlichen Behörde wurde verbessert, es ist also nicht eine Gemeinde, es kann auch eine Region sein. Und sie kann auch grenzüberschreitend sein. Also für internationale oder grenzüberschreitenden Regionalverkehr von Vorteil sein kann, dass die zuständige Behörde, die Verkehre vergibt, nicht eng an Gemeinde- oder Bundeslandgrenzen gebunden ist, wenn man es so interpretieren kann. Problematisch sehen manche, dass der kommunale Querverbund nicht mehr ermöglicht werden soll. Ich komme von der Gewerkschaft wieder. Für uns sind natürlich die sozialen Aspekte sehr wichtig. Und eins ist klar, wenn man den Ausschreiben zur Regel werden soll, dann müssen die sozialen Aspekte gestärkt werden. Weil es ist, wenn man dem Billigbieterprinzip zum Durchbruch verhilft, dann ist immer klar, dass ein etabliertes Unternehmen benachteiligt ist. Es hat ältere, erfahrene Personal, Gehaltsverrückungen und die Personalkosten sind einfach bei einem Newcomer niedriger als bei einem etablierten Unternehmen. Und unsere wertvolle Erfahrung ist, dass dann Wettbewerb über das Personal, über die Personalkosten, über Sozialdumping gespielt wird. Und man sieht es auch wieder hier, Beispiel aus Deutschland, 70% der Zuschlagskriterien ist der Preis, ungefähr 14% Fahrzeugeigenschaften und 15% Qualität, wo unter Umständen Sozialkriterien keinen Platz hätten, aber es ist wirklich. Das Problem ist auch, verliert ein bestehender Betreiber eine Ausschreibung und damit ein Streckenlos, dann bleibt im Fall der ÖBB zum Beispiel, aber auch bei anderen für solche Bahnen, die unkündbaren und zumindest teureren Eisenbahnen, die man los wird, das sind so die jungen, billigen Mitarbeiter und dadurch wird das ganze Problem noch einmal verschärft und diese Bahnen werden unter den Wettbewerbsbedingungen, wie sie sich jetzt darstellen, noch schwieriger, weil noch mehr Probleme haben, Aufträge zu bekommen. Hier sieht man auch so diese Altersstruktur, die mehr oder weniger typisch ist für österreichische Eisenbahnunternehmen. Man hat einen großen Buckel, so zwischen 40 und 60 und sehr wenige, relativ wenig junge Kollegen und Kolleginnen, die nachrücken. Das wird auch in nächster Zeit ziemliche Rekrutierungsprobleme und Probleme bei den Eisenbahnen. Zu den Sozialaspekten ist der Kommission nichts eingefallen. Sie hat die Kannbestimmungen, die es zuvor schon gegeben hat, weiter übernommen. Das heißt, Sozialkriterien können bei Ausschreibungen berücksichtigt werden. Personalübergang bei Betreiberwechsel, das heißt, dass die bisherigen Beschäftigten zum
möglich. Aber ist es seit Österreich eine Realität bei Bussen? Tut das recht, wird nicht angewandt. Verkehrsverbünde und Länder schreiben aus, ohne wirkliche starke Sozialgelder reinzuschreiben, ist noch kein einziger Personalübergang je angeordnet worden. Und da hat das Europäische Parlament wirklich ein gutes Wording gemacht, dass das eine Verpflichtung vorsieht, dass man zum Beispiel, dass der Fall des Wechsels des Betreibers ein obligatorischer Transfer durchzuführen ist und den alten Rechten, also die Beschäftigten wechseln, zu ihren angestammten Rechten und Entlohnung zum neuen Betreiber. Und hier ist es wirklich zu einer Verbesserung gekommen, hier hat man aus der Erfahrung der letzten Jahre gelernt. Was interessant ist, dann habe ich jetzt schon Material für die Europäische Kommission wichtiger als Menschen. Während der Übergang von Personal eine Kernbestimmung ist, hat sie sich ins Rollmaterial mehr gesorgt und eine Mussbestimmung gemacht. Es ist eben so, dass das Rollmaterial länger hält, als eine Ausschreibungsdauer ist und dann immer die Frage ist, was macht man mit dem Rollmaterial? Und hier hat die Kommission vorgeschrieben, die Behörde übernimmt das Restwertrisiko und hat drei Möglichkeiten, an denen es möglich wäre. Entweder die pauschale Behörde besitzt die Garnituren, die Behörde mit der Bankgarantie, oder sie verpflichtet die Eisenbahn nach Ende der Konzessionsdauer die Garnituren weiterzugeben. Und die Kritik war, wo bleibt da jedes unternehmerische Risiko? Man kann also ein Unternehmen starten, ohne eine eigene Lok oder eine eigene Garnitur zu haben. Endlich kommt diese Verpflichtung zur Abgabe in Hängung gleich. Und das Risiko und das Geld muss die öffentliche Hand in die Hand nehmen. Das Europäische Parlament hat das ja ein bisschen abentschärft und sagt, ja, die Behörde muss Bedingungen schaffen, aber weiterhin spezifiziert die. Also es muss nicht eine dieser drei Varianten der Kommission sein. Reziprozität bedeutet, Bahnen, die daheim eine Direktvergabe erhalten haben, können in anderen Staaten vom Ausschreiben ausgeschlossen werden. Das ist sozusagen eine Lex SNCF. In Frankreich gibt es auch keinen Wettbewerb, aber französische französische Bahnen oder Tochtergesellschaften will dann sehr wohl in anderen Bereichen. Und seit wann quasi die Übergangsbestimmungen für diese BSU-Verordnung ablaufen, hat das Europäische Parlament ein bisschen nach hinten gerückt. Ein anderer Punkt, eine andere Gesetzesmaterie bei dem Vier-Kleinen-Paket, ist die, also was man unter Open Access versteht. Das sind eigenwirtschaftliche Verkehr, die also selbst gewinnbringend fahren oder fahren wollen. In Österreich haben die Westbahn AG. Da ist eben das Problem des Rosinenpickens, dass diese Firmen natürlich dann fahren, wenn sie sich Gewinne erhoffen und nicht unbedingt zu Schwachlastzeiten oder in Regionen. Also das schwächt dieses Rosinenpicken schwächt das Gesamtsystem Bahn. Und, aber es gibt in Österreich schon, da hat Österreich schon eine Vorleistung gemacht. Der einzige Unterschied ist, wenn das Gesetz in Kraft tritt, dann kann jedes Eisenbahnunternehmen in Österreich Open Access fahren, das in die EU angesiedelt ist. Jetzt muss es sein, eines mit Sitz, die Firmen sitzen in Österreich. Gibt allerdings eine Einschränkung, der Netzzugang kann eingeschränkt werden, wenn das wirtschaftliche Gleichgewicht dieser anderen Verkehr gefährdet. Das war eine große Diskussion. Unbundling, also man muss Absatz und Infrastruktur, also man muss Fahrbetrieb und die Schieneninfrastruktur, wie weit muss die getrennt werden in den Unternehmen, müssen die Unternehmen also quasi aufgesplittet werden in verschiedenen Teile oder wie strikt muss diese Trennung sein, hätte eine Reihe von Nachteilen gehabt, zum Beispiel was uns betrifft, interner Arbeitsmarkt, dass Eisenbahnerinnen von einer Teilfirma zur anderen wechseln können, würde schwieriger werden. Die Synergieeffekte würden wegfallen. Und es hat auch keine Schwellenwerte für kleine Eisenbahnunternehmen gegeben. Das heißt, diese Trennung hätte in jeder Firma durchgezogen werden müssen. Das hat das Europäische Parlament abgemildert. Und man kann eigentlich so weiter tun wie bisher. Und unten als Beispiel die Wiener Lokalbahn, das ist die Badener Bahn, die zwischen Baden und Wien verkehrt, hat mit 600.000 Euro pro Jahr an zusätzlichen Kosten gerechnet, wenn diese Unbundling wirklich konsequent durchgeführt werden hätte müssen. Wäre also die Regionalbahn eine existenzielle Bedrohung gewesen. Es gibt eine Reihe von technischen Richtlinien, die relativ unstrittig sind, darum überspringe ich sie. Das Wichtigste
Sie immer noch fragen, was haben die Fahrgäste vom vierten Eisenbahnpaket? Meiner Meinung nach das Beste, was man daraus lesen kann, ist ein einheitliches Ticketing- und Informationssystem, also der Wildwuchs von verschiedenen Fahrscheinautomaten, wie man zum Beispiel am Salzburger Bahnhof schon sieht, sollte damit eingeschränkt werden. Die Folgen von OpenMaps sind für Fahrgäste einerseits positiv, es gibt mehr Auswahl, es fährt jetzt auf der Westbahn zwischen Wien und Salzburg ein Zug mehr. Er führt allerdings Taktverpläne und bringt die Verbundtarife durcheinander. Diese Erfahrung hat man mit der Westbahn AG auch gemacht. Ausstreibungen machen das Bahnfahren für die Kunden sicher nicht billiger. Wenn es billiger wird, durch Sozialdumping oder sonstige Maßnahmen, dann freut es die Besteller, die dann vielleicht allenfalls mehr Verkehr damit bestellen. Wir haben immer wieder Qualitätsprobleme mit Glücksbietern und fehlende Anschlusssicherheit zwischen verschiedenen Betreibern. Und wenn man langfristig ausschreibt, wenn man fixen Fahrplan ausschreibt, dann kann man auch kurzfristig immer mehr den Fahrplan justieren, wenn sich Mobilitätsbedürfnisse ändern, wie man es zum Beispiel jetzt in der Direktvergabe tun könnte. Wie geht es weiter mit dem Eisenbahnpaket? Es ist ja so ein Prozess, wo das Europäische Parlament gemeinsam mit den Verkehrsministern eine Entscheidung treffen muss. Das Eisenbahnpaket liegt jetzt im Verkehrsministerrat. Da ist die Frage, wie geht es mit den verbesserten Sozialkriterien und wie die Direktvergabe wieder gestärkt, weil in 20 EU-Ländern wird Schienenverkehr direkt vergeben und die Regierungen dort haben sich dabei gedacht, dass sie es so tun und nicht ausschreiben. Warum sollen sie das eigentlich von der Kommission aus der Hand nehmen lassen? Und wie geht es weiter so nach Bahnhof? Ich nehme an, da wird das viel passieren. Und wenn es jetzt für das Eisenbahnpaket, so wie es jetzt aussieht und wie es das Europaparlament abgeändert hat, durchgeht, dann fragt man sich natürlich, wann kommt das fünfte? Weil die Europäische Kommission immer die Tendenz hat, wenn sie etwas nicht vollständig durchbringt, dann wartet es halt ein paar Jahre und dann nimmt es den nächsten Anlauf. Also wir sind da relativ lästig. Das ist das zum Thema für das Eisenbahnpaket ganz kurz, weil die Zeit ist fortgeschritten, zum Gesamtverkehrsplan Österreich. Das ist ein im Prinzip eine Broschüre, die knapp vor den letzten Wahlen herausgekommen ist und sich als Gesamtverkehrsplan verkauft hat. Es gibt dann diese verschiedenen schönen Ebenen mit, ich kann es selber nicht lesen, strategische Umsetzungskonzepte, Zieldefinition und so weiter. Und das, was in der untersten Reihe steht, habe ich das rausgeschrieben, was Regionalplanung betreffen kann. Das ist zuallererst der ÖPB-Rahmenplan, also was ausgebaut wird und wie. Und dann gibt es Schlagworte wie Qualitätsoffensive, Taktverplan, sehr wichtig für Regionalplanung, damit Umsteigebedingungen möglichst optimal sind, Angebot öffentlicher Verkehr. Eisenbahnkreuzungsverordnung, das ist auch sehr wichtig und teilweise eine potenzielle Gefahr für Regionalplanung, weil es teuer wird. Verkehrsauskunft Österreich ist spannend. Barrierefreie Gestaltung der Bahnhöfe und Verkehrsdienstverträge. Ziel des Gesamtverkehrsplans ist, Mobilität soll sozialer werden, zum Beispiel, dass die Preise in den stärker steigenden Inflationsrate sicherer, Verkehrskosten sollen sich halbieren, umweltfreundlicher und effizienter. Bei der ersten Dimension modernen Infrastruktur gibt es ein großes Problem für die Regionalbahnen. Ungefähr 50% des Budgets für die Bahninfrastruktur wird in Bestandsstrecken gesteckt. Noch einmal ein Drittel des Budgets gehen in diese drei Tunnelprojekte, Brenner, Voralm und Semmering. Und bei den Regionalbahnen bleibt ein Ziel über laut Zielnetz 2025 plus. Das ist so das Zielnetz, das sich die ÖBB-Infra für das Jahr 2025 und danach gegeben hat. Will sich die ÖBB von 500 Kilometer Strecke zurückziehen. Also das 7 Kilometer Regionalbahnen, die jetzt der ÖBB-Infra gehören, stehen zur Disposition. Auf der anderen Seite gibt es ein paar Regionalbahnprojekte, die attraktiviert werden sollen. Zuallererst gleich natürlich die Außerfernstrecke und dann noch der Ausbau Linz-Sumerau und Linz-Elster, das ist also diese Türen-Transversale, die von Tschechien nach Süden die Alpen quer Richtung Steiermark. Und zweigleisiger Ausbau der Bottendorfer Linie. Vielleicht werden sich manche wundern, warum der Regionalbahnprojekt Wien-Bratislava
hingeschrieben habe, die Verbindung zweier Hauptstädte, aber das ist zurzeit eine Dieselstrecke, eingleisig. Und es ist höchste Zeit, dass die ausgebaut wird, allerdings nur teilweise. Teile, also im Prinzip ist teilweise zweigleisiger Ausbau. Zeiten hat dafür gibt es noch nicht. Ja, und das ist eben das Ziel in 2025, wo es einen ÖPB-Personenverkehr geben soll. Blau, also die Regionalbahnen auf ÖPB-Strecken. Man sieht, der Aufgabenbereich von Herrn Gastenauer wird überschaubar. Es fallen ja viele Dinge weg und viele von Ihnen haben sicherlich die Diskussion über die Übernahme oberösterreichischer Strecken durch das Land Oberösterreich. Das ist eine kleine Endlos-Diskussion erlebt, wo ich gar nicht genau weiß, wo es jetzt steht, aber ich glaube, es hakt an der Donaubrücke in Linz. Und auf jeden Fall, man sieht, wenn sich die ÖPB also von Regionalbahnen zurückzieht als Infrastruktur, dann ist Feuer am Dach. Das hat uns das Beispiel der Übernahme der Regionalbahnen in Niederösterreich gelehrt, wo von Wien aus noch mal der Zellerbahn abgesehen eher es zu einer Verschlechterung gekommen ist. Zukunft des öffentlichen Verkehrs, das ist eigentlich spannend, weil da haben die Regionalbahnen natürlich ihren Platz. Garantieren eine Grundversorgung im öffentlichen Verkehr. Wir werden gerade so Mindestversorgungsstandards mit den Ländern entwickelt. Taktverplanung, Schweizer Vorbild, hochwertige ÖV, wobei in diesem Konzept steht dann unter hochwertigem ÖV ist hauptsächlich Pünktlichkeit gemeint. Und leistbare ÖV, das habe ich schon zuerst erwähnt, und einfacher Zugang zum Schwarzsee. Unsere Kritik am Gesamtverkehrsplan, es werden einfach bestehende Projekte als Plan, als Gesamtplan verkauft. Es gibt teilweise tolle Ziele, allerdings keine Kompetenz dahinter, Stichwort Raumplanung. Es gibt tolle Ziele, die aber schön gerechnet wurden. Wenn man Treibhausemissionen ohne Tanktouristen rechnet, dann tut man sich immer leicht. Es gibt tolle Ziele, aber unklar, wie sie erreicht werden. So soll der Anteil des Bahnfrachtverkehrs auf 40% steigen. Zurzeit sind wir bei 28 und 29, Tendenz fallen. Und man hält dann falsche Maßnahmen fest. Siemens 2025 mit Abgabe von 700 Kilometern Regionalbahnen. Und was uns natürlich wehtut, ist Verkehrsbeschäftigte und deren soziale Bedingungen kommen in diesem Plan gar nicht vor. Aber es ist trotzdem der beste aller bisherigen Verkehrspläne, die es in der Zweiten Republik gegeben hat. Herzlichen Dank.